Hi zusammen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan, ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist und ich habe in letzter Zeit viele Fragen bekommen, was ich so mitnehme, wenn ich auf Fotoreise gehe. Ich bin heute zur Burg Elz gefahren, 6 Stunden Fahrt insgesamt von Berlin aus und ich möchte dir einfach mal zeigen, was ich da so eingepackt habe. Viel Spaß! Mein Rucksack ist von der Firma ThinkTank und das ist genauer gesagt der ThinkTank Airport Accelerator. Der Vorteil an diesem Rucksack ist, er passt haargenau in Flugzeuge. Das bedeutet, ich kann ihn gerade noch so als Handgepäck mitnehmen. Natürlich ist es so, wenn man jetzt aufs Gewicht achtet, damit komme ich niemals irgendwo durch. Ich werde allerdings auch nie wirklich kontrolliert, beziehungsweise einmal wurde das Gewicht kontrolliert. Da habe ich dann aber gesagt, Leute, das ist Fotoequipment, da ist Wert von mehreren tausend Euro drin. Und dann haben sie das Ganze auch durchgewunken. Also von der Größe her passt das genau und damit hatte ich noch nie Probleme. Was ist drin in dem Rucksack? Das möchte ich dir jetzt einfach mal zeigen. Das ist das Hauptfach hier und hier sind jetzt viele verschiedene Sachen drin. Ich habe 2 Kameras dabei, ich habe mehrere Objektive dabei, mein Filtersystem und so weiter. Und ich möchte dir jetzt das Ganze einfach mal nacheinander vorstellen. Als erstes hier meine Hauptkamera mit dem Objektiv dazu direkt dran. Das ist die Nikon D850 zusammen mit dem 24 bis 70 mm f2.8, auch von Nikon. Das ist jetzt hier so das Standard-Zoom, was ich immer so benutze. In dem Fall jetzt hier, wo wir an der Burg Elz waren, habe ich das eigentlich durchgängig benutzt, weil ich hier ein bisschen mehr Brennweite brauchte. Die Nikon D850 ist eine relativ neue Kamera. Sie hat insgesamt fast 46 Megapixel Auflösung und einen sehr hohen Dynamikumfang, was für Landschaftsfotografen wie mich oder auch Städtefotografen sehr, sehr wichtig ist. Dann habe ich hier als Zweitkamera meine Nikon D750. Die Kamera ist schon etwas älter, aber auch eine sehr, sehr gute Kamera. 24 Megapixel Auflösung, hat auch ein sehr gutes Rauschverhalten und ist für mich immer so die Zweitkamera, gerade so, wenn ich auf Hochzeiten zum Beispiel fotografiere oder auch wenn ich in Landschaften unterwegs bin und ein zweites Motiv fotografieren möchte, ist das immer meine erste Wahl. Mit dieser Kamera habe ich schon sehr, sehr viel durchgemacht und wie ich finde, eine sehr, sehr gute Kamera. Ich mache hiermit zum Beispiel auch sehr, sehr viele Timelapse-Aufnahmen, einfach weil die Bildgröße nicht ganz so hoch ist und man trotzdem einen sehr großen Dynamikumfang hat und alle Bilder noch sehr, sehr gut nachbearbeiten kann. Dann kommen wir zu den Objektiven. Ich habe natürlich neben dem 24 bis 70 noch weitere Objektive mit dabei. Zum einen hier das 14 bis 24 mm f2.8, auch von Nikon. Das ist so das Standard-Weitwinkelobjektiv für Landschaftsfotografen, die zumindest mit Nikon unterwegs sind. Das hat eigentlich fast jeder. Ein sehr, sehr gutes Objektiv, was ich schon sehr viele Jahre besitze und womit ich eigentlich alle meine Landschaftsfotos und auch Städtefotos mache. Denn ich brauche natürlich in dem Fall extrem viel Weitwinkel und mit einem 14 mm auf Vollformat habe ich genau dieses Weitwinkel, was ich brauche. Außerdem haben wir hier eine sehr weit geöffnete Maximalblende. Mit 2.8 kann ich also auch zum Beispiel sehr, sehr gut Sterne fotografieren. Natürlich, es gibt inzwischen von Sigma ein 14 mm 1.8. Das ist dafür noch besser geeignet. Aber ich bin da natürlich auch wieder etwas beschränkt, weil ich eine Festbrennweite habe und dementsprechend nicht meinen Bildausschnitt durch das Zoom noch verändern kann. Dann relativ neu in meinem Repertoire, was ich hier habe, ist das Nikon 19 mm Tilt-Shift-Objektiv. Gerade wenn man Architektur fotografiert oder Städte, so wie ich es viel mache, dann ist so ein Tilt-Shift-Objektiv sehr, sehr genial. Was macht dieses Tilt-Shift-Objektiv? Ich kann damit den Bildausschnitt ändern, ohne dass ich die Kamera dabei nach oben oder nach unten neige. Bedeutet, ich habe immer gerade vertikale Linien in meinem Bild und das macht das Ganze so interessant, denn gerade in der Architekturfotografie möchte man stürzende Linien vermeiden und das ist hiermit möglich. Ich habe dir hier mal ein paar Beispielbilder rausgesucht, was ich mit dem Tilt-Shift-Objektiv fotografiert habe, die so mit einem normalen Weitwinkelobjektiv nicht möglich gewesen wären, weil ich dafür die Kamera hätte weiter nach unten oder nach oben neigen müssen. Zu guter Letzt habe ich hier noch mein 50 mm 1.8 von Nikon mit dabei. Ab und zu brauche ich das tatsächlich auch mal in den Landschaftsfotos. Du siehst jetzt hier zum Beispiel gerade mal ein Foto von der Rakotsbrücke. Das ist mit diesem Objektiv gemacht. Ich brauchte genau die Brennweite 50 mm und eine Festbrennweite ist einfach immer ein bisschen schärfer als ein Zoom-Objektiv. Und von daher dachte ich mir, dann nutzt du einfach mal diese genaue 50 mm aus und damit habe ich ein optimales Ergebnis hinbekommen. Dann habe ich natürlich auch ein Filtersystem dabei und gerade für das 14 bis 24 mm Objektiv, was ich auch am meisten benutze, brauche ich ein sehr großes Filtersystem. Das heißt, insgesamt 150 mm Breite brauche ich bei den Filtern hier und da hat Nisi ein sehr, sehr schönes Filterhaltersystem gebaut, was ich hier verwende. Das nennt sich hier Nisi S5. Das Tolle daran ist, dass es einen eingebauten Polfilter hat, den ich hier drehen kann und kann dann aber auch noch gleichzeitig die Filter, die ich hier einstecken kann,
nochmal separat drehen. Das ist eine sehr, sehr coole Funktion und der Filterhalter an sich ist auch sehr hochwertig gebaut und du kannst ja einfach mal nachschauen nach Nisi-Filtern. Also gerade wenn du mit Weitwinkelobjektiven fotografierst, dann ist Nisi hier der richtige Ansprechpartner. Aber auch für normale Filtersysteme, wie zum Beispiel ein 100 mm oder auch 70 mm, bietet Nisi-Filter hier wirklich sehr, sehr schöne Sachen an. Dazu habe ich ja natürlich hier auch noch ein paar Filter selber, ein paar Steckfilter. Ich habe zum einen hier einen normalen ND-Filter mit dabei. Das ist hier ein 3.0 ND-Filter oder auch eine ND-1000-Filter. Und dann habe ich hier noch einen Verlaufsfilter. Das ist ein Grauverlaufsfilter hier mit der Stärke 0.9. Also insgesamt 3 Blendenstufen, die ich hier abblenden kann. Bei dem normalen ND-Filter sind es 10 Blendenstufen. Dann auch immer ganz wichtig, was ich dabei habe, gerade wenn ich im Dunkeln unterwegs bin. Ich bin ja oft zum Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang unterwegs und entweder ist man davor im Dunkeln oder danach im Dunkeln unterwegs. Und das ist immer ganz wichtig, dass man hier noch eine kleine Stirnlampe mit dabei hat, damit man einfach dann auch wieder nach Hause findet. Dann auch immer mit dabei ist meine GoPro. Ich habe hier die GoPro 6. Die nutze ich immer ganz gerne, um noch so ein bisschen Behind-the-Scenes-Bilder zu machen. Manchmal auch ein paar Zeitrafferaufnahmen einfach. Und die macht sehr, sehr gute Ergebnisse. Inzwischen gibt es die 7er-Version, die auch noch ein paar Vorteile hat. Aber ich bleibe hier bei der 6er und die bietet alles, was ich brauche. Dann kommen wir noch zu meinem Stativ. Ich habe hier ein Stativ von Really Wide Stuff. Ich habe dazu schon mal ein komplettes Video gemacht, wo ich das Ganze vorgestellt habe. Aber so viel sei noch mal gesagt, es ist ein sehr, sehr teures Stativ. Das kann ich wirklich nur Leuten empfehlen, die sehr viel fotografieren. Also Hobbyfotografen können da durchaus auch günstigere Stative nehmen. Für mich ist es ein Stativ, was ich ein Leben lang besitzen werde. Ich habe da einmal sehr, sehr viel Geld investiert und nun bin ich damit zufrieden. Und ich bin jetzt insgesamt seit 2 Jahren damit unterwegs. Es fühlt sich noch genauso an wie am ersten Tag. Ich stand damit schon komplett im Salzwasser bis zur Hüfte in Island. Ich war damit in der Wüste in Dubai und es hat alles ausgehalten, ohne dass irgendwie irgendwelche Beeinträchtigungen dabei sind. Das Tolle an diesem System ist, ich habe wirklich alles mit dabei. Zum einen habe ich hier unten die Möglichkeit, das Stativ hier oben nochmal auszubalancieren. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Panoramen fotografiere, dann kann ich das Ganze hier nochmal extern ausbalancieren und habe damit die Möglichkeit, selbst wenn ich auf einer Schrägen stehe mit dem Stativ, das Ganze dann noch wieder auszutarieren, sodass ich ein gerades Panorama schießen kann. Wenn wir schon beim Thema Panorama sind, ich habe natürlich auch noch etwas Werkzeug hier mit dabei, damit ich mein Panorama überhaupt schießen kann. Ich habe jetzt hier nämlich noch einen Nodalpunktadapter mit dabei und der ist auch von Really Wide Stuff. Und der große Vorteil ist, ich kann das jetzt hier einfach miteinander kombinieren. Ich setze das hier oben drauf, kann dann mein Stativ hier austarieren, damit es auch wirklich gerade ist. Setze hier oben drauf meine Kamera, muss das natürlich noch ein bisschen einstellen, aber dann habe ich die Möglichkeit, innerhalb von ein paar Sekunden mir ein Panorama-Setup aufzubauen und das alles aus einem System. Und wenn du jetzt hier auch nochmal guckst, ich habe hier an meiner Kamera auch eine sogenannte L-Schiene dran. Das bedeutet, ich kann hier meine Kamera auf mein Stativ packen, ganz schnell, einfach und das sowohl hochkant als auch Querformat. Außerdem habe ich hier noch so ein kleines Tischstativ mit dabei, auch von Really Wide Stuff. Gerade wenn man mal in Gegenden unterwegs ist, wo Stative vielleicht verboten sind, dann kann ich hier meine Kamera auf so ein kleines Tischstativ packen. Meistens sagen dann die Leute nichts mehr. Es geht ja eigentlich immer nur darum, dass keiner über diese Stative fallen soll, weil zu viele Menschen unterwegs sind. Zum Beispiel in New York hat man öfter mal das Problem, dass man keine Stative aufbauen darf. Dann nehme ich hier einfach so ein kleines Tischstativ, packe meine Kamera da drauf und kann sie dementsprechend auch sehr gut dann stabilisieren. Ich habe übrigens einer meiner Lieblingsbilder mit diesem kleinen Tischstativ fotografiert. Das in New York. Da habe ich am Times Square gestanden und habe die Kamera einfach auf dieses Tischstativ gepackt, auf die Straße gestellt und dann von unten nach oben am Times Square fotografiert. Blende ich die jetzt an dieser Stelle hier mal ein, damit du mal siehst, was man mit dem kleinen Ding alles machen kann. Dann habe ich natürlich noch den üblichen Rest mit dabei. Ich habe Speicherkarten mit dabei. Ich habe ein Reinigungsset mit dabei, damit ich meine Kamera bzw. Objektive reinigen kann. Ich habe ein paar Ersatzakkus mit dabei und natürlich auch einen Fernauslöser. Das ist ein ganz normaler Kabelauslöser. Hier für 5 Euro habe ich mir den mal im Kamerastore gekauft. Ja, das ist alles, was so in meinem Fotorucksack drin ist. Ich hoffe, ich konnte dir damit alle Fragen beantworten. Falls noch welche übrig sind, kannst du die natürlich gerne unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten kannst du mir gerne auch einen Daumen nach oben geben, falls dir das Video gefallen hat. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin sage ich jetzt viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten. Ciao.